Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Krank durch Brustimplantate, wir helfen e.V. Du suchst die Anlaufstelle Deutschlands mit höchster Expertise und internationalem Netzwerk rund um die Erkrankungen von Brustimplantaten? Dann bleib dran! So, hallihallo, guten Tag. Hier am Mikrofon ist für euch Birgit Schäfers und mein Gast heute ist Tina Ellermann. Hi Tina, ich grüße dich. Hallo Birgit, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, also in Anführungsstrichen kennen, über die Community, ne, weil du selbst Betroffene warst, aber eben auch darüber hinaus. Stell dich doch einfach mal kurz vor, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. Ja, also ich komme aus Karlsruhe, bin Heilpraktikerin und habe meine Praxis auch in Karlsruhe und hatte selber Brustimplantate über 10 Jahre lang, bis ich dann gemerkt habe, dass ich immer kränker wurde und konnte es aber noch nicht so definieren. Bis mir jemand einen Tipp gegeben hat, dass es da eine Gruppe in Facebook gibt von der Birgit Schäfers und da sollte ich mich doch einfach mal informieren. Und da wurde es mir relativ schnell klar, dass meine Symptome, die so schleichend angefangen haben, einen großen Teil von diesen Brustimplantaten beinhaltet haben. Hm. Warst du da schon Heilpraktikerin? Oder? Da war ich noch nicht Heilpraktikerin, da habe ich gerade erst angefangen, das zu lernen, mich damit zu beschäftigen. War ja vorher eigentlich immer gesund, also von daher war eine Heilkunde noch nie ein Thema bei mir. Okay. Und durch diese Hypnosetherapie, die ich angefangen habe, bin ich dann auf die Heilkunde gestoßen und zufälligerweise hat es mir dann wirklich sehr, sehr viel gebracht, mich mit Medizin zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass die Ärzte relativ schnell, also die Schulmedizin, die klassische, sehr schnell bei chronischen Erkrankungen an ihre Grenzen kommt. Ja. Genau. Okay. Und wie lange hattest du deine? 10 Jahre hast du gesagt, ne? Hattest du deine Implantate? Ja, über 10 Jahre, genau. Ja. Okay. Ja, dann hast du ja im Prinzip Glück im Unglück gehabt mit deiner Ausbildung dann auch noch. Ich kann auch dazu sagen, du bist auch Buchautorin. Also du hast sogar in der ganzen Zeit dann auch ein Buch geschrieben, was mich sehr beeindruckt hat. Ich durfte es ja als Erste lesen, ja, sozusagen. Genau. Ich war ein bisschen involviert. Erzähl doch mal über deine, oder sagen wir es mal so, als du dann gewusst hast oder realisiert hast, es sind die Implantate. Wie ging es denn weiter? Oder sagen wir mal, was machst du jetzt mit deinem Wissen, mit all dem, was machst du in deiner Praxis? Wie behandelst du? Hast du Frauen, die du begleitest auch in dem Bereich und so weiter? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen. Ja, also aufgrund von meiner eigenen Erfahrung konnte ich natürlich ziemlich viel Therapien ausprobieren. Einige haben funktioniert, einige überhaupt nicht. Dann ging es ja auch darum, rauszufinden, warum hat es denn nicht funktioniert. Ich meine, jeder Körper ist ja auch individuell. Aber es gibt ein paar Punkte, auf die ich absolut Wert lege, wie Berücksichtigung von Entgiftungsprozessen in der Leber, wie Entgiftungsstörungen, Allergien aufgrund von Schwermetallen oder Plastikpartikeln, die ja auch in den Implantaten enthalten sind. Das ist ja ein richtiger Chemiecocktail, der ja in den Körper implantiert wird, worauf unser Immunsystem reagiert. Allein schon diese Kapselbildung ist ja eine Reaktion des Immunsystems. Und das ist einfach ein Lernprozess gewesen, weil es gibt ja ganz, ganz viel Therapien, Mittel etc. Und so habe ich dann einfach ein bisschen meine Schwerpunkte aufgebaut. Und klar, natürlich kommen Frauen auch zu mir, die chronisch krank sind, wo der Arzt nicht weiterhelfen kann. Da kommen sie alle zu mir. Das sind mir auch die Liebsten, weil die schon alles durch haben. Und die sind dann offener auch für andere Therapien. Okay. Aber ist es nicht auch schwierig, wenn jemand sozusagen schon austherapiert ist aus ärztlicher Sicht? Ist das, ich meine, die sind ja dann oft auch, also da wurde dann auch oft viel mit Medikamenten, sage ich mal, behandelt. Das heißt, da ist ja der Körper dann oft auch noch mal zusätzlich belastet worden, oder? Oder ist das jetzt eher kein Thema dann? Nee, eigentlich eher nicht. Gut, die kriegen ja Cortison, die kriegen dieses und jenes. Das funktioniert dann meistens nicht, das setzen sie dann ab irgendwann mal.
Der Arzt ist dann hilflos und sagt, okay, sorry, aber ich kann nichts mehr für Sie tun. Mhm. Sie haben es halt an der Psyche. Ne? Das ist ja meistens immer das Gradlinigste. Ich habe keine Ahnung. Also muss es am Patienten liegen. Mhm. Der hat es einfach normal. Ne? Mhm. So. Und dann sind die ja eh schon mal am Ende, weil teilweise glauben sie es, dann kommen wieder der Zweifel. Mhm. Dann recherchieren sie dann wieder ein bisschen mehr im Internet und sagen, nee, die Symptome gehen ja dann trotzdem nicht weg, die sind ja da. Mhm. Die sind ja 24/7 da. Ja. Und dann sind sie dann eigentlich eher dann offen dann für alternative Heilmethoden. Mhm. Weil der Arzt verblasst dann so ein bisschen im Hintergrund, weil sie natürlich auch enttäuscht sind. Mhm. Und dann sind sie dann knetbarer und offener. Mhm. Dann, wenn ich sage, könnte es sein, dass, ne? Mhm. Oder wir machen mal dieses und jenes, ne? Mhm. Ja. Okay. Magst du da ein bisschen genauer was zu sagen, auf was du dich spezialisiert hast? Oder es gibt ja so ein riesen Spektrum, hast du ja selbst gesagt. Es gibt ja so unheimlich viele Methoden. Mhm. Was ist bei dir so? Also behandelst du nach einer bestimmten Methode oder nach welchen Methoden? Was ist bei dir so die Hauptsache? Ja, also über meine eigene Geschichte und die Erfahrung mit verschiedenen Heilpraktikern und Ärzten bin ich auf Klinghardt gekommen, auf Dr. Klinghardt, auf sein Institut im Glottertal, im INK. Mhm. Habe mir das mal angeguckt, unverbindlich, bei so einer Vorstellung, wo verschiedene Therapeuten ihre Erfahrungen dann dargelegt haben. Und das hat mich dann angetriggert. Ne? Mhm. Da habe ich gesagt, okay, ich habe ja schon eine kinesiologische Vorausbildung, hat mich aber auch nicht so wirklich überzeugt, wie da die Kinesiologie dargeboten wurde. Mhm. Ich fand es ein bisschen zu schwammig und ich mag es halt gerne ein bisschen klarer, genauer, ein bisschen wissenschaftlicher. Mhm. Ne? Das merkt man in deinem Buch. Ja, total gut, da war ich völlig hin und weg. Ja, okay. Ich liebe auch diesen energetischen Bereich, ich liebe ihn, aber es muss noch eine gute Wissenschaft dahinter stehen bei mir. Mhm. Und da habe ich dann die Ausbildung angefangen im Institut für Neurobiologie nach Dr. Klinghardt und habe die dann relativ gut durchgezogen, dank Lockdown, der war super, weil ich konnte, wir haben zwar keine Seminare machen dürfen, aber ich konnte mir über die ganzen DVDs dann den Rest aneignen durch Eigenarbeit und habe dann auch relativ schnell meinen Master da gemacht, die Prüfung abgelegt, bin jetzt im Masterkurs jetzt vor kurzem gewesen, wo halt auch viele Ärzte und Therapeuten ihr Wissen darlegen, ihre Wissenschaft. Und man lernt einfach von wirklich qualifiziert hochgesehenen Ärzten, Heilpraktikern, Therapeuten. Und es gibt dann regen Austausch. Und jeder kann sich einfach durch seine eigene Erfahrung ins System mit einbringen, was ich total spannend finde, weil es ist lebendig. Ne? Mhm. Okay. Und wenn man was rausgefunden hat, kann man es auch publizieren in der hauseigenen Zeitschrift. Und Dietrich ist halt ein fantastischer Wissenschaftler und Arzt. Yeah. Und er hat mir halt viel beigebracht, worauf man achten muss auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der energetischen Ebene. Das ist ja dieses 5-Heilmodell nach Klinghardt. Elektrosmog, ganz großes Thema. Und aber auch auf der psychologischen Ebene. Ne? Auch ist auch eines meiner Lieblingsschwerpunkte, weil es einfacher ist, zu therapieren und zu behandeln. Die eigene Psychologie, die eigenen Glaubenssätze, aber auch die vom Familiensystem. Also ich bin sehr gerne im Familiensystem unterwegs und schaue nach dysfunktionellen Gegebenheiten, ne? Fehlende Ordnung, wo ist da was schief. Ne? Mhm. Okay. Und es ist wesentlich eleganter, da die Schrauben anzustellen, anstatt auf der ersten Ebene zu arbeiten, wo du 1000 Mittel hast, wo du testen kannst, wo tausende Keime, Bakterien, Viren, egal was, unterwegs ist und den Organismus schädigen. Und das ist ja auch gerade bei Brustimplantaten, haben wir ja halt viel mit Keimen, Pilzen zu tun auch, ne? Ja. Die wieder das Immunsystem triggern. Ne? Okay. Ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn jemand zu dir kommt, du hast gesagt, es sind die 5 Säulen oder 5 Ebenen, ne? Und das Ebenen. Heißt, das ist dann alles integriert sozusagen, wenn man zu dir kommt.
In alles, in alles, genau. Mhm. Also erstmal kommt die ordentliche Anamnese, da nehme ich mir auch Zeit. Es ist wichtig, dem Patienten zuzuhören, weil der Patient kommt eigentlich schon mit der Lösung an. Das ist immer so. Dann schaue ich mir das Blut an im Dunkelfeld. Wie ist es, wie lang hält es? Was für Keime, Bakterien sind dort enthalten? Wie funktioniert das Immunsystem? Rennt es rum hysterisch oder ist es ganz, ganz schlapp und bewegt sich überhaupt nicht? Wie ist das Plasma dargestellt? Ist es klar und rein oder ist da ein Sperrmüllhaufen drin? Also das sind ja richtige Felsbrocken manchmal zu sehen. Wie sind die Zellen? Ja, hängen sie zusammen? Haben sie eine ordentliche Zellspannung oder kleben die zusammen wie solche Würmchen? Da weiß ich, okay, da muss man was in der Zellspannung tun. Das stimmt was nicht. Und ja, das ist dann der zweite Schritt, dass man einfach mal ein bisschen beobachtet. Und da kriegt man schon sehr viele Informationen, was mir manchmal die Kinesiologie nicht bietet. Ne? Weil in der Kinesiologie geht es um Resonanzprinzipien und der Körper erzählt mir, wo am ehesten der Schuh drückt. Zu sagen, hey, entgifte mich, heil meine Psyche oder bring mich bitte von dem Elektrosmog raus. Das sagt er mir dann, aber die Hintergrundinformation, dass trotzdem noch Keime, Bakterien im Feld sind, die sagte mir nicht beim ersten Termin, das weiß ich dann. Das sehe ich dann. Und das dritte ist bei mir auch, finde ich jetzt auch wieder sehr wichtig geworden, ist der Oligoscan, wo man die intrazelluläre Belastung in den Handflächen messen kann, aber auch die Mineralien. Und anhand diesen Werten kann man schon mal sehen, wie ist der Patient aufgestellt, hat was für Mineralien fehlen, wie ist die Entgiftungsleistung, die finde ich halt ganz, ganz wichtig. Hat er eine Entgiftungsstörung Phase 1 oder Phase 2? Und bevor wir das nicht behoben haben, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen mit Entgiften. Das lohnt sich gar nicht zu mobilisieren, wenn die Leber nicht funktioniert. Ne? Im Gegenteil, ne? Ich denke, es kann dann sogar nach hinten losgehen, oder? Das ist ganz schlimm. Ne? Ja, das ist ganz schlimm. Also das ist auch so ein, ja, wo ich in meinem eigenen Werdegang so mitbekommen habe, wo kein Therapeut, ob Arzt oder Heilpraktiker, da Wert drauf gelegt hat, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Ne? Ja, okay. Die haben immer nur mobilisiert, aber nie in die Bindung gegangen auf der einen Seite im Darm oder auf Entgiftungsstörungen geachtet. Okay. Und das ist mal das Erste, ne? Weil wichtig, ne? Ja, und dann geht es eigentlich schon bei mir in die Kinesiologie nach Klingenhardt, wo ich dann über den Armmuskeltest oder wenn das nicht funktioniert, pendeln geht genauso gut, ist genauso zuverlässig. Bei mir zumindest mal. Und da gehen wir halt ganz stur nach Klingenhardt durch. Wo drückt der Schuh? Wo sind die Verbindungen? Was ist Ursache? Was Auswirkung? Wo sind die Allergien? Also ich achte auch sehr, sehr stark auf Allergien. Wo gibt es überschießende Immunreaktionen? Man kann das auch super, die Implantate dann drauflegen, wenn man sie entweder ausoperiert hat und will danach entgiften. Oder ich nehme dann halt meine. Ja, es ist ja so ähnlich von der Zusammensetzung. Und die kann desensibilisieren, wo man sagen kann, hey, Immunsystem, dreh mal jetzt nicht am Rad, wenn diese Stoffe mobilisiert werden. Okay, womit machst du das? Also was ist das für eine Methode dann, die Desensibilisierung? Desensibilisierung, du kannst es über Licht machen. Da haben wir den CAR-Scan bei Klingenhardt. Wir haben den Photon Wave. Das ist dann auch über Licht, über die Augen. Das ist wie so ein Allergieprogramm. Man kann eine psychokinesiologische Arbeit drauf machen. Ich kann eine Hypnose, eine Desensibilisierungshypnose machen. Bin ja auch Hypnotherapeutin. Also es gibt da ganz verschiedene Wege, wie man diesen Stress beheben kann. Okay. Ja. Klingt für mich alles ganz plausibel, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich einfach mit allem schon Erfahrung gemacht habe. Das ist es ja, ne? Ja. Genau. Ja. Und es funktioniert auch, es funktioniert wirklich. Ja. Ich habe sogar, in meinem Buch steht das drin, über Laborergebnisse ist es nachweisbar auch. Ich habe so viel
psychokinesiologische Arbeit an meinem eigenen Körper gemacht, also auch mit Therapeuten oder im Zuge der Ausbildung, dass die ganzen Ausleitungsorgane, weil ich hatte ja diese Entgiftungsstörung Phase 1, ich wieder fit bekommen habe, dass mein Körper ohne Provokationsmittel jetzt Quecksilber ausleiten kann. Okay. Das konnte der vorher nicht. Ja. Der konnte vorher überhaupt nichts ausleiten. Und wenn ein Urintest, wenn man da eine Metalluntersuchung macht, und da kommt nichts raus, das heißt nicht, dass der Mensch total rein und klar ist, dass der sauber ist, sondern dass der nicht entgiften kann. Ja. Das ist das Problem. Ja, dass es nicht abgegeben wird. Ja, genau. Ja. Da kommt nichts über die Niere raus. Ja, ja, ganz, ganz spannend. Und für alle, die jetzt noch nie irgendwie, ich sag mal, sich mit diesem Feld befasst haben oder auch den Namen Dietrich Klinghardt nicht kennen, man kann schon sagen, dass der echt, ich nenne ihn immer den Entgiftungspapst. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber der hat schon wirklich einen Namen. Ne? Also, Nee, vor allen Dingen Dietrich interessiert sich ja nicht nur für die Schwermetalle auf der ersten Ebene, sondern auch psychische Themen. Eigene und aus dem Familiensystem übernommene sind ja auch Toxine, die die Organe blockieren. Also da ist der Lymphabfluss vermindert, der Blutabfluss ist leicht vermindert, da reichern sich dann wieder unsere Schwermetalle an, unsere Gifte an. Wo Gifte sind, sind auch die Keime, weil die ernähren sich auch davon. Und irgendwann mal kommen chronische Entzündungen und ein Symptom raus. Ja, genau. Deswegen muss man immer an drei Töpfen arbeiten. Genau. Und du hast gerade gesagt, Entzündungen sind eh ein Riesenthema. Ne? Also gerade auch, also bei jedem, denke ich mal, aber gerade auch bei Implantatträgerinnen, ne? Ist das ein Riesenthema. Ja, das ist eine chronische Entzündung. Ja. Und es gibt ja diesen CAP-Wert, das ist die akute Entzündung, also da brennt es hauslichterloh. Ja, das ist Da schaut die Schulmedizin hin. Und es gibt aber auch die Silent Inflammation, das ist die stille Entzündung. Ich erkläre es meinen Patienten immer wie so ein kleiner Kabelbrand im Haus. Irgendwie riecht es, aber man kann es noch nicht sehen. Da gibt es spezielle Labormarker, die man dann abnehmen kann. Und um zu gucken, okay, wir haben irgendwo im Körper eine Entzündung. Das kann an den Implantaten sein. Das kann im Zahn sein, das kann im Darm sein, das kann im Ohr sein, also je nachdem, wo sich da Entzündungsherde befinden. Und das ist halt einfach ganz wichtig, weil die Silent Inflammation, die muss auf jeden Fall mal erkannt werden. Und gerade wenn es in den Implantaten ist, durch die Kinesiologie kann ich testen, ja, gibt es eine Resonanz oder gibt es keine Resonanz, dann ist es ungünstig für einen Körper mit einer chronischen Schwelbrand die ganze Zeit rumzulaufen, weil irgendwann mal wird es wirklich ein Feuer. Ja. Ja, und stille Entzündungen sind ja tatsächlich auch Auslöser für ernsthafte Erkrankungen später. Ne? Ja, irgendwann mal kommt Krebs raus. Ja, irgendwann genau. mal. Aber zuerst hast du die Silent Inflammation. Da wird dann viel oxidativer Stress gemacht, nitrosativer Stress. Das muss auch wieder irgendwie verstoffwechselt werden. Die Mitochondrien sind ja dafür verantwortlich. Das sind ja unsere Energiezellen. Eigentlich sind es Bakterien, ganz kleine Bakterien in der Zelle. Und die machen ja unsere Energie. Und wenn die zu viel zu tun haben, die haben mit den Schwermetallen zu tun, die haben Mineralstoffmangel, ja, weil unsere Böden ja so verarmt sind. Und wenn keiner substituiert mit Zink, mit Selen und Magnesium und etc., was die Mitochondrien als Nahrung brauchen, dann können die mit dieser chronischen Entzündung nicht mehr umgehen, die können mit den Schwermetallen nicht mehr umgehen, die bauen Schwermetalle ein, wenn sie keine Mineralien bekommen, weil die eine ähnliche Bindung haben. Geht dann auch, ist aber sehr, sehr schleppend. Und irgendwann mal kommt dann die Erschöpfung. Die Mitochondrien können nicht mehr. Mitochondrien sind für unsere Stimmung zuständig. Dopamin, Serotonin, ja. Also, ne, da haben wir schon wieder ein bisschen in die Depression geht man dann rein. Sind für unsere Entgiftungsenzyme verantwortlich, also unsere Glutation. Kreislauf fängt auch mit den Mitochondrien an. Und natürlich die Hormonproduktion, ne? Östrogendominanz. Und so weiter. Ja, so setzt sich ja dann auch das Puzzle zusammen. Ne? Warum haben wir dann Symptome wie Depression oder verfrühte Wechseljahrssymptome und so weiter. Ne? Das erklärt sich dann vieles dadurch. Genau. Wie sieht es denn aus mit Mastzellaktivierung? Das ist ja auch ein Riesenthema. Die Mastzellaktivierung.
Ja, das ist halt auch wieder verschiedene Ursachen. Wir haben wieder den Elektrosmog, ja, wir haben die Silent Inflammation, wir haben die Brustimplantate, wir haben die Pilze, die sich in dem Biofilm, ja, die triggern praktisch unsere Mastzellen. Und die entweder schütten sie auf einmal Histamin aus oder die ganze oder sukzessiv. Prinzipiell ist es ja auch in Ordnung, ja. Aber wenn es zu viel ist, dann heißt es wieder diese Silent Inflammation an. Okay. Und da ist es dann auch wichtig, wieder diese Labormarker zu messen. Ne? Gerade wenn Histamin hoch ist, das heißt nicht, dass der histaminintolerant ist. Das ist ja das von der Nahrung kommende Histamin. Da brauchst du dann die DAO, um das zu binden. Ne? Es gibt dieses endogene Histamin und das kommt von unseren Gewebszellen und die Mastzellen sind überall. Genau, und das ist ein Riesenproblem, ne? Also eine MCAS, wenn das jemand arg schlimm hat, das ist kein schönes Leben mehr. Ne? Ja, das ist ein Daueralarmzustand. Ja. Und es macht ja dann auch wieder müde. Ne? Ja, also genau. Betrifft ja auch wieder den mitochondrialen Kreislauf. Ja, ne? Ich finde, man merkt schon einfach, wie tief du in der Materie drin bist, auch und wie viel Wissen du da hast. Fühlst du dich denn heute gesund? Also jetzt, was die Brustimplantate angeht, aber es war ja ein Teil deiner Geschichte, ne? Oder deiner Krankheitsgeschichte. Wie geht's dir denn jetzt? Ja, also mir geht's wirklich super. Also ich muss wirklich sagen, Entgiftung war jetzt natürlich noch ein harter Weg. Ich habe einen Fehler gemacht, auf einen Arzt zu hören. Das war halt blöd. Mhm. Ja. Der hat mich dann nochmal mehr in die Vergiftung hineingezogen. Mhm. Na, durch eben das, was ich gesagt habe, ignorieren der Entgiftungsstörung. Mhm. Ja. Okay. Hat ja eine Schelatttherapie mir reingeballert ohne Ende und ist alles schlimmer geworden. Das musste ich dann erstmal korrigieren. Aber nach der Korrektur muss ich sagen, also wieder ganz normale Lebensqualität, ja. Okay. Also ich bin wieder fit, aufnahmefähig, ich habe Energie, meine ganzen Symptome sind weg, ja, und bin auch froh, dass das so gekommen ist mit den ganzen Erkrankungen, weil sonst hätte ich ja niemals Klinghardt kennengelernt. Ja, klar. Niemals eine Heilung. Alles hat seinen Sinn. Ja, insofern bin ich da durchaus dankbar. Ja, es hat auch schon sein Positives. Ne? Ja, klar. Es ist ja auch immer so. Ja, es hat alles seinen Sinn. So ist es hat es alles einfach. Seinen Sinn. Es hat alles so kommen müssen. Ja. Und jetzt helfe ich halt aufgrund von meiner Erfahrung halt anderen Leuten, die halt noch nicht diese Erfahrung haben oder die noch nicht die Kraft haben, da weiterzumachen und weiterzukommen, das ist halt das Wichtigste. Ne? Genau. Ja, wir haben dich auf der Seite ja verlinkt bei unseren medizinischen Kontakten. Ich finde es immer gut, es gibt ja jede Menge Behandler und Behandlerinnen weit und breit, aber ich finde es immer gut, einfach Menschen auch im Netzwerk zu haben, die schon auch in irgendeiner Form Berührungspunkte mit einem Thema hatten. Und das hattest du ja absolut, ja. Ja, ja. Ja, du hast studiert. Du hast studiert, genau. Studiert, am eigenen Leib sozusagen. Ja. Genau. Und wir haben gar nicht gesagt, wie dein Buch heißt. Das heißt Körperchaos. Körperchaos, ganz tolles Buch. Genau. Ja, okay. Also, ich bedanke mich an der Stelle. Dein Kontakt, wie gesagt, ist bei uns auf der Homepage verlinkt. Ja, wer dich zu Hilfe nehmen will, findet dich da. Ansonsten können wir ja auch nochmal sagen, Tina Ellermann, Praxis in Karlsruhe. Ne? Genau. Dann sage ich danke an dich und für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, und wir hat lesen. Sehr gefreut. Und, ja, mich auch. Und dann, ich greife immer wieder gern auf dein Wissen zurück. Oh, kann ich mich jederzeit anzapfen, gar kein Problem. Ja, genau. Ich lerne ja dadurch auch immer, wenn Fragen kommen. Ich lerne ja durch Fragen. Durch Patienten lerne ich ja wieder am meisten. Ne? Ja, klar. Genau. Ja. Genau. Super, okay. Okay. Dann sage ich Tschüss und schönen Tag noch für dich. Wir hören und sehen uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.